Ihr habt bestimmt schon mal diese verrückten Shiny Hunting Setups gesehen. Mehrere Switches gleichzeitig, mehrere GBA SP gleichzeitig, mehrere Gamecubes gleichzeitig. Ich zeige euch heute mein Setup bestehend aus 4 von diesen Gamecubes, was ihr alles dafür braucht, wie man sie vor allem dann gleichzeitig steuert und dann auch noch die Frage, hat das Ganze noch was mit Glück zu tun oder ist das schon Pay to Win? Schauen wir mal. Leah's Mind. Zuerst will gesagt sein, so ein Setup kann verdammt teuer sein. Das hier auf meinem Tisch hat weit über 1000 Euro gekostet und da sind die Spiele noch nicht mal dabei. Ich habe erst letztens ein Video gemacht über den GB Operator und wie man damit Multi-Hunting betreiben kann. Das Ding hier 4-mal ist definitiv günstiger als 4 Gamecubes. Und man bewahrt immer noch ein bisschen das Gefühl, tatsächliche Hardware und das eigene Spiel zu spielen. Aber für das richtige, nostalgische, authentische Feeling ist so eine Gamecube oder ein Gameboy halt schon was Eigenes. Und wegen diesem Feeling wollte ich halt wirklich Gamecubes haben, 4 Stück. Aber warum Gamecubes und nicht ein Gameboy Advanced SP? Ich habe keinen SP, ich habe nie einen besessen, ich habe nur einen normalen Advanced. Weil ganz einfach, mit einem SP kann ich nur Gen 1 bis 3 spielen, aber mit einer Gamecube kann ich auch Gen 1 bis 3 spielen mit dem Gameboy Player, aber halt auch Gamecube-Spiele wie Colosseum und XD. Und ja, da kann man auch Shiny hunten. Also wenn euch so ein Setup interessiert oder ihr es vielleicht sogar auch haben wollt, was brauchen wir alles? Als erstes natürlich brauchen wir Gamecubes, so viele ihr wollt. Am besten habt ihr es, wenn ihr euch Gamecubes holt, mit der Nummer DOL 001. Das ist so die erste, die rauskam. Das sollte bei jeder eBay oder sonst wo immer dabei stehen. Wenn nicht, fragt nach Bildern. Auf der Unterseite hier seht ihr es, steht es. Die ist besser, denn die hat noch den digitalen AV-Output hier hinten, also diese 2 Ausgänge hinten. Dieser Output kann dann dafür sorgen, dass wir ein tatsächlich schönes Bild bekommen. Es geht auch ohne diesen Output, also wenn ihr eine andere Gamecube habt, aber dann kriegt ihr nicht das beste Bild, das geht. So eine Gamecube kriegt ihr zwischen 50 bis 100 Euro auf eBay, je nachdem wie gut sie im Schuss ist. Ein Tipp von mir ist, dass viele immer sagen, die Gamecube ist kaputt und ich habe dann ein, zweimal sogar wirklich eine gekauft und ja, sie ging nicht, aber es liegt meistens daran, dass halt der Laser nicht mehr gescheit funktioniert. Aber in Wirklichkeit muss man die Gamecube nur aufschrauben und ganz leicht an einer kleinen Schraube drehen, um den Laser zu verstärken oder zu verschwächern und auf einmal geht sie wieder. Ich habe mir natürlich 4 deutsche Gamecubes gekauft, also europäische Gamecubes, PAL Gamecubes. Achtet bei dem Kauf, dass alle eure Gamecubes aus der gleichen Region kommen, also PAL oder NTSC, weil standardmäßig werdet ihr nur PAL-Spiele auf einer PAL-Konsole spielen können. Als nächstes brauchen wir den Gameboy Player, das schöne Ding hier. Das braucht ihr natürlich nur, wenn ihr auch wirklich Game Boy Advance Game Boy Spiele spielen wollt. Gen 3. Wenn ihr nur Colosseum XD spielen wollt, braucht ihr das natürlich nicht. Die sind eigentlich an sich nicht teuer. Und hier ist auch ein Tipp, meine sind aus Japan. Denn bei Hardware ist es komplett egal, ob PAL oder NTSC. Ihr könnt einfach japanische kaufen und die sind relativ günstig. Ich habe ungefähr 40 Euro für jedes einzelne hier Hardware ausgegeben auf eBay. Das Einzige, das wirklich was kostet, ist der Gameboy Player, die DVD dazu. Wo die Software drauf ist, dass ihr tatsächlich die Gameboy-Spiele spielen könnt. Und die Dinger kosten leider an die 100 Euro, einfach so. Und hier lohnt es sich eben auch eine Gamecube zu haben, die gemoddet ist, denn dann könnt ihr einfach die Gameboy Player DVD vervielfachen und auf die anderen Gamecubes draufladen und ihr braucht nicht 4 Stück davon. Hier natürlich, ihr braucht eine PAL-Disc für eure PAL-Gamecube. Darauf müsst ihr natürlich achten. Ihr wollt natürlich irgendwie 4 Bilder, 5, 6 Bilder in einem auf einem System haben. Da ist das qualitativste und einfachste eben, einen HDMI-Adapter sich zu besorgen. Und der hier sieht ziemlich wie so ein Spielzeug aus, aber ich finde eigentlich ziemlich cool und die funktionieren super. Kostet ungefähr 40 Euro auf AliExpress. Und wenn ihr dann eben eine DOL 001 habt, dann habt ihr hinten den digitalen AV-Ausgang und könnt dann einfach diesen HDMI-Adapter hier reinstecken. Von diesen Adaptern gibt es natürlich auch mehrere Varianten, mehrere Hersteller. Für 10 Euro mehr kriegt ihr auch noch etwas mit einem richtigen Menü und mit einer Fernsteuerung dabei. Wie kriegen wir jetzt aber diese HDMI-Ausgänge in ein Bild? Und dafür brauchen wir einen Multiviewer. Und hier seht ihr den, den ich habe. Auch hier gibt es natürlich mehrere Hersteller, mehrere teurer, weniger, was auch immer. Das ist den ich habe und ich bin glücklich damit. Aber ich kann einfach meine 4 HDMI-Signale da reinstecken und krieg ein HDMI-Signal raus, wo alle 4 drin sind.
Und jetzt ist die nächste Frage, wo möchtet ihr das hinhaben? Ihr könnt es natürlich jetzt einfach in euren Fernseher reinstecken und dann habt ihr das Bild auf eurem Fernseher und könnt so shiny hunten. Ich bin YouTuber, Streamer, ich brauche das Bild irgendwie auf meinem PC, weil ich möchte das Bild aufnehmen. Und dafür braucht man Capture Cards. Und ihr könnt natürlich auch den Multiviewer überspringen und 4 Capture Cards kaufen, aber 4 Capture Cards sind in der Regel teurer als ein Multiviewer und eine Capture Card. Capture Cards ist ein eigenes riesiges Thema. Es gibt mehrere, es gibt sehr günstige für 10, 20 Euro. Wenn ihr es nicht wirklich ernst meint, wenn ihr keine Streamer seid, YouTuber, dann nehmt sowas. Wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, dann seid ihr schon so in der 100 Euro Range. Und dann kriegt ihr auch noch so ein Pass-Through mit dazu. Das heißt, ihr kriegt das Bild auf dem PC und auf euren Fernseher. Und das ist alles Equipment, was ihr bräuchtet, um 4 Gamecubes, 3, 2, eine Gamecube auf euren PC zu bekommen. Jetzt rede ich ganz kurz übers Modding. Nicht viel, nur ein bisschen. Eine Gamecube zu modden hat eigentlich nur Vorteile. Ihr könnt eure originalen Spiele rippen. Ich habe nicht 4-mal Colosseum gekauft, ich habe es 1-mal. Und dann habe ich mit meiner gemoddeten Gamecube quasi dieses Spiel vervierfacht und auf alle 4 Gamecubes drauf kopiert. Genau das gleiche, wie gesagt, auch mit dem Gameboy Player. Ich muss die Spiele nicht 4-mal kaufen, 1-mal reicht. Ich kann auch meine Saves backuppen, damit denen ja nichts passiert. Ich habe auch Colosseum nicht 4-mal durchgespielt, sondern 1-mal alles vorbereitet und den Save dann 4-mal auf die anderen Cubes kopiert. Darüber reden wir später auch nochmal ein bisschen. Das Modden von der Gamecube ist leider tatsächlich kompliziert. Nicht unbedingt schwer, aber kompliziert. Und ich will euch das jetzt tatsächlich hier nicht erklären, weil das ist ein eigenes riesiges Video und das werde ich wahrscheinlich aber auch nie machen. Es wird aber bald unfassbar einfach, wenn der Flippy Drive rauskommt. Das Ding kauft man sich für nur 40 Euro, klemmt es zwischen 2 Kontakten in der Gamecube und schon ist alles ready und man hat einfach eine gemoddete Gamecube. Aber ich lasse euch Links zum Modden von der Gamecube unten in der Beschreibung, Hardware, die ihr braucht oder auch Videos, die es erklären. Aber es ist wirklich kompliziert, ich würde einfach warten, bis der Flippy Drive hoffentlich bald rauskommt. Meine Gamecube aus der Kindheit, der habe ich auch einen Fan-Mod gegeben. Ihr seht, wie schön rot das hier ist. Gamecubes sind berüchtigt dafür, dass sie extrem laut sind, wegen dem Fan. Und deswegen, wenn man 4 Stück davon hat, ist das ein ziemlicher Hubschrauber, der hier im Zimmer steht. Deswegen will ich eigentlich die anderen 3 auch noch mit einem Lüfter versehen, aber es kostet halt. Auch hier lasse ich euch Links in der Beschreibung. Das eine ist der Noctua, der wirklich unfassbar leise ist, dafür aber weniger kühlt. Und der andere ist der Noise Blocker, der minimal lauter ist, dafür aber mehr kühlt. Die Gamecube-Modding-Szene ist wirklich riesig. Es gibt die geilsten Mods einfach. Zum Beispiel kann man inzwischen seine Gamecube mit USB-C mit Strom versorgen. What the fuck? Aber wir kommen jetzt zum wichtigsten Teil. Wie steuern wir denn mehrere Gamecubes gleichzeitig mit nur einem Controller? Und das war der komplexeste Teil für mich, weil ich null Ahnung hatte, wie ich das angehen sollte. Und ich habe Schwierigkeiten gehabt, online was zu finden dazu. Zum einen könnt ihr natürlich 4 Gamecube-Controller einfach vor euch legen und dann wie Bruce Almighty darauf abgehen ohne Ende. Aber ich bin definitiv zu alt für so ein Multitasking. Der offiziellste Weg wäre es, 4 Nintendo Wavebirds zu kaufen. Das Ding habt ihr bestimmt schon mal gesehen und euch gedacht, was das für ein hässlicher Third-Party-Controller. Nee, das ist der original offizielle Wireless Gamecube-Controller. Und die können die gleiche Frequenz benutzen, also man hat einen Controller und 4 von diesen Receivern in jeweils einer Cube stecken und schon steuert man alle gleichzeitig. Das ist definitiv die offizielle richtige Lösung dafür, kostet aber verdammt viel, wenn ihr überhaupt das Glück habt, welche zu finden. Erwartet nicht, einen Receiver für unter 100 Euro zu finden und ihr braucht auch noch mehrere davon natürlich. Und jetzt fragt ihr mich vielleicht, warum benutzt du denn nicht einfach dann diese Fake Wavebirds, die Fake Gamecube Wireless Controller? Weil die das halt nicht können. Die können nicht mit einer Frequenz arbeiten. Da hat jeder Controller seine eigene Frequenz, seinen eigenen Receiver, connectet sich mit dem Receiver und dann kann sich nichts anderes mit dem Receiver connecten oder andersrum. Aber wie wir das Internet kennen, gibt es unfassbar talentierte Menschen da draußen, die natürlich Sachen dafür entwickelt haben. Die wohl günstigste Variante ist Blue Retro. Das ist allgemein gesagt ein Projekt, das dafür sorgt, dass du jede Retro-Konsole mit jedem beliebigen Bluetooth-Controller steuern kannst. Davon gibt es verschiedene Ausführungen. Man kann sich einen Receiver selber bauen mit dieser Anleitung hier. Man kann sich aber auch diesen Dongle hier für 20 Euro auf AliExpress kaufen. Normalerweise steckt man den in eine Gamecube und kann dann mit 4 PlayStation, was auch immer, Xbox-Controllern jeden einzelnen Port von der Gamecube bespielen. Aber was ist, wenn ich die
4 verschiedenen Anschlüsse in 4 verschiedene Gamecubes reinstecke, dann ging das erstmal nicht, weil die Software trotzdem nicht dafür gemacht war. Ich habe mein Problem dann auf GitHub geschildert und der Entwickler Darthcloud hat sich dann echt rangesetzt und ein Update rausgebracht, mit dem ich ohne Probleme die Tastenbelegungen von der Software so anpassen konnte, dass ich einfach alles 4-mal anlege, aber mit dem gleichen Controller. Hier ist ein Screenshot von meiner Tastenbelegung, falls es jemand nachmachen will. Es ist etwas komplex leider, aber es funktioniert. Es ist definitiv die günstigste Lösung, aber auch nicht die beste, denn manchmal sagt einfach ein Port da, nö, ich mag nicht mehr und dann musst du nochmal alle ausstecken, wieder einstecken und geht's wieder. Aber für 20 Euro kann man sich definitiv nicht beschweren. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit zum Glück. Die Website, die uns hier richtig aushilft, ist Inside Gadgets. Die haben ein komplettes System dafür nämlich entwickelt. Man kann sich diese Dongles dort nämlich kaufen. Ich habe natürlich 4 Stück gekauft. Ich habe die sogar selbst zusammengelötet dann, was ziemlich einfach war. Aber man kann sie auch bereits zusammengebaut dort kaufen. Und die kann ich einfach in meine Gamecubes reinstecken. Das sind schon mal die Receiver. Jetzt brauche ich nur noch einen Controller, der die steuern kann. Und hier haben sie eine sehr elegante Lösung gefunden. Ein Gameboy. Man braucht Gameboy, ein DS geht sogar auch, ein DS Lite. Und ich habe hier mein GBA. Und man kauft sich einfach einen Transmitter von Inside Gadgets. Den steckt man in sein GBA rein. Und jetzt kann ich eben mit dem GBA diese Transmitter gleichzeitig steuern. Das verbindet sich sofort, du musst nichts einstellen, es funktioniert einfach, weil es einfach von denen perfekt dafür gebaut ist. Und anstatt diese schlaffen Dongles sich zu kaufen und da reinzustecken, kann man sich die Receiver auch direkt in die Cubes löten. Und das ist echt perfekt, wenn ich Gen 3 auf den Cubes spielen will. Aber Colosseum ist nervig, mit nur einem Steuerkreuz zu steuern. Deswegen switche ich im Moment zwischen der Blue Retro Lösung und dem GBA hin und her. Aber zum Glück gibt es eben eine Fusion zwischen Inside Gadgets und Blue Retro. Mit diesem Adapter hier kann man die Inside Gadgets Receiver mit jedem Bluetooth Controller steuern. Also ich brauche nicht meinen GBA, ich brauche nicht diese Cartridge, sondern einfach irgendeinen beliebigen Controller. Das ist definitiv die ultimative Lösung und das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und hier muss ich sagen, vielen Dank an Fellow Shiny Hunter What the Shiny. Der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Hierbei, er hat mir einfach den Tipp gegeben, hey, da gibt es diesen Bluetooth-Adapter. Das ist genau das, was ich benutze. Und ich so, da wäre ich nie drauf gekommen, das zu finden. Also Dankeschön, What the Shiny. Allgemein, sein Setup ist so eine Inspiration. Ich meine, schaut es euch an. Diese cleanen, only black Gamecubes einfach in dieser Form da drin. Sowas von wunderschön, wie der das da zusammengebaut hat. Und auch danke an Oliver MKP wieder mal, der mir überhaupt erstmal die Seite Inside Gadgets gezeigt hat, als ich gefragt habe, wie könnte ich denn noch meine Gamecubes steuern? Er direkt so, ja, Inside Gadgets, Mann. Ja, das ist mein Setup, wie ich Shinies in Gen 3 und auf der Gamecube hunte. Und jetzt kommt die deepeste Frage von allen. Warum so viel Geld ausgeben, wenn man das Ganze für null Geld mit Emulatoren, naja, simulieren kann? Wegen dem Feeling. Wegen dem Feeling, tatsächlich Hardware stehen zu haben, die tatsächlich meine originalen Spiele anzapft in Echtzeit und einfach dieses Feeling. Und dazu kommt auch noch, dass es auch lächerlich ist, aber cool lächerlich. Ich meine, wer hat denn 4 Gamecubes in einem Würfel aufeinander stehen? Einige Shiny Hunter tatsächlich. Also in unserer Nische ist das jetzt nicht so besonders. Und das ist immer die Antwort bei sowas, weil es halt Bock macht. Natürlich könnt ihr eure 8 Emulatoren starten und damit zocken, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, aber uns geht's hierbei um das Gefühl einfach, dass wir es tatsächlich mit Original-Hardware von 2001 ist 2001, einfach mit der originalen Hardware machen. Aber eine berechtigte Frage ist, wie steht es um die Shiny-Chance? Ist sie jetzt dadurch besser? Und das ist Ansichtssache. Wenn ich ein Shiny Entei in Colosseum suche, dann dauert ein Reset 4 Minuten. Wenn ich also 4 Gamecubes habe, dann dauert ein Reset von Entei nur 1 Minute. Die Chance von 1 zu 8192 bleibt bestehen, ich mache das Ganze nur 4-mal so schnell. Man kann es aber auch so sehen natürlich, dass ich einen Controller in der Hand halte. Und ich steuere 4 Systeme gleichzeitig mit einem Controller. Das heißt, in dem Moment, wo sich entscheidet, ob es Shiny ist, drücke ich einmal A, aber 4-mal wird mir eventuell ein Shiny gezeigt. Somit könnte man sagen, die Chance ist 4-mal so hoch, also 4 zu 8192, was 1 zu 2048 wäre. Und das ist halt echt Ansichtssache. Wie seht ihr das? Ich sehe es eher mit der Zeit, weil ich verändere das Spiel nicht. Ich habe keinen Schillerpin im Spiel oder sonst irgendwas.
Ich habe es halt nur viermal da stehen, also geht es viermal so schnell. Im Endeffekt kommt es auf exakt das gleiche raus natürlich. Ich weiß halt nicht, ob man noch von Full Odd Shiny Hunting reden kann, wenn man mehrere Systeme benutzt. Aber der Begriff, denke ich, ist sehr dehnbar. Wenn man den Begriff benutzt, meint man meistens, dass man in älteren Pokémon-Spielen Shiny huntet, ohne jegliche Erleichterung zu benutzen, also ohne so ein Schillerpin oder Messoda-Methode zu benutzen. In-game. Weil natürlich, das ist eben der Punkt, wenn ich vier Gamecubes habe, erleichtere ich es mir natürlich. Aber in-game ändere ich nichts am Spiel. Wie gesagt, und das möchte ich auch noch kurz ansprechen, weil ich es wichtig finde, da transparent zu sein, ich habe auch nicht viermal dieses Spiel hier durchgespielt oder viermal Kolosseum durchgespielt, um an den Punkt zu kommen, wo Deoxys oder Entei ist, sondern ich habe das einmal gescheit gemacht und dann diesen Save vervierfacht und auf alle Gamecubes, auf alle GBAs draufgetan. Da kann ich definitiv verstehen, wenn man sagt, du Cheater, weil ich habe wirklich Drittparty-Software benutzt, um diesen Spielstand zu vervierfachen. Mir geht es aber halt um Shiny Hunten. Mir geht es nicht darum, dass ich ein Spiel viermal durchspiele. Mir geht es darum, die Geduld zu haben, den Spaß daran zu haben, ein Pokémon, ein Deoxys zu finden. Nicht Feuerrot viermal durchzuspielen. Das Wichtige ist, leben und leben lassen. Wenn der eine Bock hat, sich vier Spielstände zu machen, lass die. Wenn der eine Bock hat, 26 Gamecubes zu benutzen, um 26 mal so schnell Shinies zu finden, dann lass die Person das doch machen. Solange man transparent darüber redet, solange es offensichtlich ist, was man benutzt, um es sich einfacher zu machen, warum sollte man sich dann beschweren? Pay to win ist schon der richtige Begriff dafür, weil wir zahlen, wir haben verdammt viel dafür bezahlt, um viermal so schnell ein Shiny zu finden. Aber solange man offen damit umgeht, wo liegt das Problem? Was sagt ihr? Komplett lächerlich, cool, übertrieben? Was denkt ihr? Habt ihr auch so ein Setup zu Hause? Habt ihr vor? Ich meine, vielleicht habe ich euch, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen dazu inspiriert, sowas auch zu machen, weil es ist cool. Aber bitte verkauft nicht Haus und Hof, um zu Shiny Hunten. Alle Produkte und Websites, die ich in diesem Video genannt habe und noch mehr, sind unten in der Beschreibung. Checkt sie aus. Ein paar davon, Amazon vor allem, sind Affiliate-Links natürlich. Ich versuche jetzt allen Patreons in einem Atemzug zu danken, okay? Teasy, Daniela, Butters, Meguminar, Jonas, Devilbee, Linky, Dominic, JGamer, Robin, Superphil, Mika, Manic, Matthias, Majora, Menemon, Azrael, Mariko, Itako, Danova, Captain Krawall, JJ, Maverick, Marco Bryan, Hamke, der Fastby, Eva, ich habe euch versprochen, Fastguy, Evara, Delbrani und Henriette. Ich habe kurz eingeatmet, verdammt. Vielen, vielen Dank euch, dass ihr mich auf Patreon so unterstützt und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bye, bye.